Ja, hallihallo, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Stream, ne? Wieder Tiny Tinas Wonderland. Heute mal ausnahmsweise an einem Sonntag. Ich sage es extra so, weil Sonntag stream ich normalerweise nicht, aber weil ich so hart hinterherhänge bei dem Spiel, wollte ich mal eine Ausnahme machen und heute einmal streamen. Um ein bisschen aufzuholen. Ja. Und darf jetzt meiner Verrücktheit freien Lauf lassen. Da will ich auf jeden Fall hin, weil da ein Würfel ist. Hallo Skelett. Komm her. Nee, ich will dich. Ich geh nicht weg. Ich habe hier letztes Mal aufgehört, obwohl ich sogar gesagt hatte, dass ich noch ein bisschen machen wollte. Aber es ging dann zeitlich bei mir nicht. Deswegen. Hoffentlich heute ein bisschen länger. 2 Stunden hätte ich jetzt geplant, die ich hier streamen will. Das war die falsche Taste. Perfekt. Irgendwo da draußen gibt es Beute. Ich versuche auch so ein bisschen auf den Chat zu achten, aber ich kann nichts versprechen. Und ich habe sogar noch so in die Text geschrieben, bitte kein Backseat Gaming, ich will das Spiel selber erkunden. Also sagt mir jetzt nicht, wo ich die ganzen Dinger finde. Ich will das selber finden. Auch für euch, die das später auf YouTube gucken. Aus, böse! Riecht meine Pfeile. Nein, ich habe es getötet. Und meinen Tod damit aufgehalten. Nein, ihr bleibt nicht am Leben. Tschüss. Der lebt noch. Nee, lass mal, mein Arsch soll heile bleiben. Ich sehe, dass du da oben bist. Tschüss. Zack. Ick. Der wollte sich in meinem Gesicht sprengen. Ekelhafter. Ja, dann mach das mal. Stirb mal für deinen Kampf. Aber ohne mich bitte. Nee, davon hast du nicht viel. Da ist nicht viel drin. Willst du mein Gehirn nicht fressen? Glaub mir. Ich will's ja nicht mal essen. Ich habe dir ein langes Leben voller Peinlichkeiten erspart. Gern geschehen. Zack. Jo. Kann ich auf das Schiff da drauf? Das würde ich gern mal wissen. Ich fühle mich magisch. Ich versuch's mal. Hoppa! Nein, kann ich nicht. Probieren geht über studieren. Nicht sterben. Das macht mich traurig. Oh! Hey, jemand hat sich an meinen Sachen vergriffen. So, wie komme ich da am besten hin? Hier drüber? Nee, kann ich hier nicht drüber. Schade. Spiel austricksen geht nicht. Spiel ist schlauer als ich.
Wir wollen ja zu Königin Aschgaul, ne? Ja. Das sind wunderschöne Namen, die es in diesem Spiel gibt. Tschüss. Sayonara. Vernichtet. Bomben-Joke, Digga. Ich bin meteoritenhart. Nein, lass mal. Ich sagte, lass mal. Nicht dein Schwert nach mir werfen. Das brauchst du doch noch. Ich wollte gerade fragen, warum hebt er das nicht auf? Also dieser Bogen, der ist richtig cool. Aber jetzt muss ich erstmal Punkte ausgeben. Mal wieder erstmal auf den Waffenschaden. Ich hätte gern ein bisschen mehr Leben. So. Jetzt kann ich auf mein Inventar mal gucken. Nee, lass mal, die Waffe ist schwächer. Ich verwechsel immer die Tasten. Habe ich sonst keine Waffen gerade? Dann habe ich ja gerade nur Müll. Lass mich raten, Königin. Hallo, Paladin Mike. Paladin hat ja sowieso einen richtig Verstand, ne? Hat einfach nur einen absoluten Sockenschuss, die Frau. Was ist dieses Ticken? Warte mal, bevor ich weitergehe, ich verkaufe mal eben kurz den Schrott, den ich habe. Hui. Guck mal, da kommt sogar noch mal ein bisschen Schrott dazu. Hoppa. Ach so, ich komme nicht wieder hoch. Oh. Dann vergesst, was ich machen wollte. Achso, das Ticken ist mein Teil da unten. Du hast nur 2 Tage nicht gespielt, Shining. Merkt ihr doch sowas. Nebenbei, ich habe jetzt endlich mal auch den Swift-Account hier verbunden bekommen, ne? Also da sollte es keine Probleme mehr geben. Geld! Weil ich fand es halt nervig, dass es letztes Mal alle 2 Minuten im Bild irgendwie war. Waffen! Scheiße und... Oh. Die ist eigentlich recht gut. Wenn man bedenkt, dass die Schildende bzw. so Schutzschilde kaputt machen kann. Warum normal aufmachen, wenn ich gegenschlagen kann? Na, Paladin Mike? Ich habe mich am Strand gegen die Untoten kämpfen sehen.
Zum Glück bin ich nicht der Einzige, der diesen Knochenwichsern in den scheiß Arsch tritt. Du hast ein ziemlich schmutziges Mundwerk für einen Paladin. Sehe ich verdammt nochmal aus, als hätte ich Zeit für Benimmlektionen? Ich stecke bis zur Schamkapsel in Untoten. Sie kamen aus dem Nichts. Ja, das haben wir dem Dragonlord zu verdanken. Hab gerade sein Grab geplündert. Der Dragonlord? Verdammt, um den kümmern wir uns später. Im Moment müssen wir diese Belagerung zerschlagen. Die Untoten haben Katapulte, um Skelette über die Mauern zu schleudern. Du musst sie zerschlagen. Oh, C4? Hier, nimm dieses C4. Ich weiß ja, dass du Sprengsätze magst, Tina, aber geht es nicht etwas fantasymäßiger als C4? Okay, guter Einwand. Wie heißt es jetzt? Ja, natürlich. Also gut. Hier, nimm dieses, Fanta C4. Das sieht aber auch nicht viel fantasymäßig aus. Bewohner in Sicherheit. Kämpf dich vor und spreng die Katapulte mit dem Fanta C4 in die beschissene Luft. Hab die Tür aufgeschlagen. So, ich will aber erst nach rechts, ne? Weil wir sind in A-Scheiben angekommen. Da, das Katapult ist direkt voraus. Headshot. Mike macht das schon. Ist lange her, seit ich was erobert habe. Nach so ein paar Jahrhunderten braucht man das einfach mal wieder. Ich will da durch. Nee, bleib mal weg. Bleib mal weg. Ihr macht euch ganz gut da hinten. Du kannst ruhig bleiben. Oh, eine große Kiste. Mit einem neuen Zauber, der jetzt kacke ist. Und so etwas. Zack und zack. Ich höre den Gaul. Und weg ist er. Hat er gerade eine richtig geile Waffe getroppt? Das wird witzig. Eis bloß! Aua! Das tut doch weh. Lass das. Ich habe euch doch auch nichts getan. Wieso lebst du noch? So, das Schwert, das müsste auch besser sein als mein jetziges. Ja, ist es auch. Nur ein kleines bisschen langsamer, aber alles andere ist besser. Vor allem der kritische Schaden. Das Buch ist nach wie vor im Müll. Und alles andere, was ich dabei habe, auch. Aber ich habe wenigstens ein cooleres Schwert. Hallo, ich prüge die Kisten einfach auf. Sowas wie ein Schlüssel oder ein normal aufmachen kenne ich nicht. So, und ich gucke mich natürlich auch noch ein bisschen um, ne? Nicht, dass wir so ein Würfelchen vergessen. Ich hab dich gesehen. Ich bin nur zu kacke zum Treffen. Nein, das ist doch nicht fair. Nimm die Skelette weg. Nein! Ich muss so weiter schießen. Oh, überlebt. Erstmal den Troll, würde ich sagen. Nee! Ich will weiterleben. Zeit für Eis. Autsch.
Komm! Muss die down kriegen! Die werden weg! Noch eine Anpassung. Lass das! Tschüss! So, jetzt fehlt nur noch der Troll. Hat er sich geheilt? Nö! Nee, lass mal! Der wäre RIP. Ich habe den Troll erschlagen. Und den Würfel gefunden. Den habe ich nur aus dem Augenwinkel gesehen. Yum. Yum. Lecker. Kann die Kisten ja kaputt machen. Fällt mir gerade so ein. So, und jetzt muss ich das irgendwie kaputt machen. Und jetzt spreng es. Halte bloß ausreichend Abstand. Okay. Okay, ein bisschen Background. So, wie komme ich jetzt an das eine Teil da hinten dran? Ich weiß doch, dass da was ist. Wie komme ich da dran? Ich hoffe, ich kann hier drüber klettern. Kann ich nicht. Wie soll ich da drüben drankommen? Hätte ich vielleicht mit Volker auch rüberspringen müssen und hoffen, dass es klappt? Ich probiere es im Verlauf des Streams nochmal irgendwie da dran zu kommen. Weil irgendwie muss es doch gehen. Die Raketen sind cool. Ich lebe noch, leider Gottes. Ich werde dein Gehirn fressen. Da ist nichts dran. Das willst du nicht. Glaub mir. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, die schießt auch bei Weitem schneller als meine vorherige, also die ist besser. Beim Scharfschützengewehr, da will ich, dass die langsam schießt, damit ich besser zielen kann. Aber doch nicht bei einer Pistole. Gut, gut, gut. Noch mehr Bösewichte. Aua. Das ist eine verdammt tut weh. Karte, lass das. Wie habe ich das alles vermessen? Ich habe nur gesehen, hier ist was zum Einsammeln.
Los! Das habe ich irgendeinem Skelett aus dem Arsch gezogen. Und es hat ihn glücklich gemacht. Nee, lass mal. Aua. Ach, warte mal, ich sollte mal diese Anpassungsdinge auch nutzen, ne? Damit ich mehr Inventarplätze habe. Hatte ich nicht noch eins? Ja. Aus. Böse. Ich muss diesen Troll zuerst loswerden eigentlich. Aua. Zack. Autschen. Ist dir kalt? Ah, ich kann das Ding nicht sprengen, solange der Troll lebt. Auch interessant. Wo ist die Raketen? Doch, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Einen Moment, ich schieße sofort drauf. So, ich habe nur eben kurz was im OBS über den Stream geändert. Jetzt kann ich weitermachen. Ich habe das letzte Katapult auf dem gefallenen Turm aufgestellt. Sieh zu, dass du da rüberkommst. Das ist ein viel zu großer Sprung. Können wir nicht das letzte Katapult entzerstören und uns rüberschleudern? Finger weg von den Figuren. Aber euch mit dem Katapult zu schleudern klingt cool. Also lass ich es ausnahmsweise durchgehen. Ja, das klingt wirklich cool. Also, mich mit einem Katapult darüber schleudern? Also, da habe ich nichts gegen. Das klingt sehr lustig. Will sonst noch irgendwer mit mir darüber fliegen? Bevor ich mich darüber schieße, suche ich erstmal noch hier nach Glückswürfelchen. Kann ja sein, dass hier einer gammelt. Bisher aber noch nicht. Da ist einer. Neben den Skelett-Lundenzünder. Ha, du hättest dich ducken sollen. Oder blocken. Keine Ahnung, aber nicht sterben. Mein Charles ist so überheblich. Oh, das ist etwas, was mich glücklich macht. Naja, Glücksfaktor. Mein Zauber ist bereit. Ich werde dein Gehirn fressen. Hä? Nein! Das war eine schlechte Idee von dir. Ich habe was mir bereits Bekanntes aufgehoben, aber da es einen hohen Wert hat, sollte ich es doch gut verkaufen können. Okay. Wie gesagt, da muss ich noch irgendwie hinkommen. So einen Sprung würde ich nicht schaffen. Ich denke halt wirklich, dass man irgendwie irgendwo über die Mauer muss.
Ich gehe da jetzt gleich nochmal hin, nachdem ich hier fertig erkundet habe. Vorher will ich mich da nicht rüberschleudern. Ist ja nicht gerade der Meister im Nahkampf. Das hat, glaube ich, sogar getroffen, der Eckschuss. Hallo, Shining, der hat schon keinen Kopf mehr. Musst du nicht weiter foltern. Doch, Shining, das musst du. Ich rede mit den Stimmen in meinem Kopf. Die werden immer lauter. Mein Inventar ist voll. Tja, alle sind tot. Die Lords haben unsere Rebellion mit ihren überlegenen Waffen zerschlagen und ließen mich eigenhändig die Gräber für meine Bauernarmee und mich ausheben. War verdammt viel Arbeit und ich musste sie übers Wochenende verrichten, welches ich als Bauer gar nicht habe. Da habe ich mich gefragt, ob dies mein Los im Leben sei. Kann ich denn gar nichts tun, um meine Lage zu verbessern? Und dann kam mir eine tolle Idee. Der alte Stinkblüte könnte ein Dieb werden. Das klingt nach einer sehr guten Idee, Herr Stinkblüte. Hätte ich auch so gemacht. Wenn keine andere Möglichkeit besteht, ich hätte es jetzt schaffen müssen, über den Zaun zu rutschen. Ich wollte schon sagen, hier muss man noch rein können. Das ist mal ein Glückswürfel. So, Gegner? Nee. Einfach nur Zeug für mich. So, und jetzt gehe ich nochmal zurück und gucke, ob man da irgendwie über die Wand kommt. Weil irgendwie muss man da doch an diesen komischen Würfel drankommen können. Das kann mir das Spiel nicht erzählen. Ah, ich kann mich an manchen Punkten auch so reißen. Na gut, dann reise ich mal eben kurz hierhin wieder. Verkaufe mal das ganze Scheißzeug. Ich denke mal, dass die Gegner tot bleiben. So, das gegen Rüstungen wollte ich behalten. Da ist noch eins gegen Rüstungen, also... So, jetzt habe ich 8000. Diesmal kann ich mir auch den richtig coolen Schild von letzten Mal gönnen. Oder ist das jetzt ein anderer? Nee, der hier ist es. Hier ist es, der so krass ist. Und diesmal kann ich mir sogar leisten. So, der kann weg. Ich habe hier jetzt einen besseren. Ach, ich kann mir jetzt auch die Rüstungen hier kaufen. Objekt des Tages. Momentan habe ich noch keinen Gefährten. Warte mal, das eine wollte Schusswaffenschaden erhöhen. Habe ich das nicht gelesen? Schusswaffenschaden und maximale Gesundheit. Das kann ich mehr gebrauchen als das hier. Ja, und das habe ich hier noch, weil ich was gegen Rüstungen behalten will. Kann ich dich für ein bisschen Gewalt begeistern? Ich habe immer doch. Oh, das Ding sieht krank aus. Oh, seht euch den Krösus hier an. Das hat Eis mit drauf, das Schwert. Ist aber schwächer als mein jetziges. So, und die Bücher gucken wir uns an.
Okay, damit kann ich mich heilen. Damit auch. Nee, lass mal. Okay, dann versuche ich jetzt erst nochmal, ob ich darüber springen kann. Ansonsten muss ich von der anderen Seite gucken. Weil man muss da ja irgendwie drankommen können. Gucken, schaffe ich den Sprung? Nö, nicht mal ansatzweise. Ich werde dich töten, entbeinen und wie einen Poncho tragen. Ich komme da nicht hoch. Beim besten Willen nicht, komme ich da nicht hoch. Ich ignoriere die Gegner jetzt. Ich will da irgendwie drankommen. So, klettern geht nicht. Das habe ich gerade eben schon einmal versucht. Irgendwann sterben wir alle. Wieso nicht ein wenig vordrängen? Nee, das ist eine Schlange, da will ich mich nicht vordrängen. Also man kann sagen, was man will. Ich versuche verzweifelt. Ah, meine Schüsse prallen ab. Das habe ich gar nicht gesehen. Gib mir eine Sekunde. Ich muss kurz was machen. So, jetzt kann ich weitermachen. Habe ich da einen Bereich noch nicht erkundet? Doch. Hey, beim Retten der Welt muss man moralische Abstriche machen. Das Tor einfach einschlagen kann ich nicht, ne? Also wie zum Geier komme ich da drüber? So nicht. Nee, keinen Plan, wie ich da drüber kommen soll. Ich habe jetzt alles versucht. Kann ich eventuell hier an der Ranke hoch? Geht das? Nö. Die ist nur Deko. Okay, da muss mir einer erklären, wie man da drankommt. Weil ich ralle es nicht. Ah. Nee. Doch nicht. Ich darf hier nicht runter. Invisible Wall. Damit dachte ich, ich hätte einen Weg gefunden und dann darf ich nicht. Das Spiel ist gemein. Okay, wie gesagt, da muss mir einer erklären. Ich ralle es nicht. Ich gehe jetzt einfach zu meinem Katapult. Warte mal, hier unten habe ich noch nichts geguckt, ne? Aber ich soll darüber. Ja komm, wir gucken hier noch in dem Bereich dann. Da ist doch 100% auch irgendwo ein Glückswürfel. Genauso wie dort. Also wenn schon, dann ne, richtig. Jo. Da hat sie recht.
Oh, da ist eine gute Kiste. Ja, die ist aber, glaube ich, trotzdem schlechter als meine jetzige. Also das macht nur, dass meine Bolzen mehr Schaden machen. Meine Bolzen verursachen, dass ich mehr Schaden mit Nahkampf mache, aber das bringt mir nichts. Wieder eine wunderschöne Nachricht. Dieser Lord, dass ich ihm von meinem Bauernleben berichte. Nun, Milord, sagte ich. Ich stehe vor der Sonne auf und schufte endlos in der drückenden Hitze. Nach meinem Tagwerk taumle ich geschunden und verbrannt ins Dreck und Schmeck, um einen Humpen Limo und ranziges Brot zu genießen. Dann geht's ins Bett und alles fängt wieder von vorne an. Nicht so ruhmreich wie das Leben eines Lords, aber ich bin mein eigener Herr. Moment, das stimmt ja gar nicht. Hey, meine Bauernbrüder und Schwestern! Mir ist gerade klar geworden, dass unser Leben scheiße ist! Nieder mit den Lords, sag ich! Rebellion! Dieser Rebellion schließe ich mich an! Zeit für Rebellion! Ich hoffe, du hast deine Löffelliste abgearbeitet. Wieso geht ein Bogenschütze in den Nahkampf? Tschüss! Okay, erstmal hier oben gucken. Hier ist nichts. Ein Schwert. Nee, ich stehe neben dir. Ist nicht von oben. Und weg ist der Kopf. Doch nicht. Ich hätte mir Calcium-Tabletten nehmen sollen. Nee, versuch's mit Antibiotika. Das funktioniert besser, glaub mir. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt alles getötet, was Knochen hat. Dann schauen wir uns jetzt mal um. Weil hier finden wir doch bestimmt auch noch ein Würfelchen. Da ist wieder der Gaul. Klar könnt ihr sterben. Das Leben ist ein Licht und am Ende stirbt man. Ja. Da hast du recht. Ein weiser Skelett. Oh. Und trotzdem so kacke. Nee. Aber zum Verkaufen ja. Und eine neue Anpassung. Was ist das? Ich kann es nicht lesen. Oh, das ist, glaube ich, ein Scharfschützengewehr. Ah ne, das ist das Ding, was ich gerade eben eingesammelt hatte. Ich erinnere mich jetzt. Ich bin wohl noch nicht gut genug. Warte mal, wie passe ich Ihnen hier überhaupt was an? Warte mal. Müll, Müll.
Ich habe immer Müll markiert. Ja? So wirkst du auch. Ein langsamer Troll. Da hattest du vollkommen recht. So, die Raketen sind bereit zum Abschuss. Ich würde sagen, da oben ist der Gaul. Das nenne ich mal eine Armee. Habe ich ein paar Down gekriegt? Nee. Wäre interessant gewesen, wenn ich die auch hätte Down schießen können. Da wäre dann bestimmt irgendwo ein Erfolg gewesen. Wahrscheinlich weiter oben. Endlich! Diese Abklingzeit hat ewig gedauert. Ein Dummer in die Globe. Ich hab sie nicht mehr alle. Meine Erinnerungsschutz. Was ist das? Hilfst du mir, sie zu finden? Ich war auch mal eine Heldin. Glaub ich. Ich wollte Billy keine Angst machen. Ich wollte Billy aber Angst machen. Sind unbrechenbar. Diese Schlossmauern wären sowieso eingestürzt, wenn schon ein kleiner Klaps ausgereicht hat. Vielleicht erkennen die Stadtbewohner, dass ich ihnen einen Gefallen getan habe. Nachdem ich eventuell eine saubere Hose gekauft habe. Eventuell erkennen sie es eventuell auch nicht. Ich liebe diese Raketen. Und im Ernst? Hier ist kein Würfel? Doch, da. Und wieder ein Würfel mehr. Was sich die Götter dabei gedacht haben, mir so viel Können zu schenken und anderen so wenig. Ich vertrete nicht die Meinung meines Charakters. Will ich mal hier so an dieser Stelle erwähnen. Ich und er sind komplett auf anderen Wellenlängen. Zeit, uns mit dem Katapult rüber zu ballern. War ich da schon drin? Ja. Und da scheint Zeug zum Verkaufen drin zu liegen. Ja, zum Verkaufen. Also zum Verkaufen, super Zeug. Ich habe das Feuer fast so getriggert, dass es genau mich erwischt hat. So, wir gehen natürlich wieder auf die Karte. Und jetzt gehen wir endlich zum Katapult. Oh, jetzt wird es lustig. Nee, ich will mich euch nicht anschließen. Ich bleibe lieber lebendig. Und Level 6. Wo kriege ich denn den Pilzgefährten? Sporenwolke. Aber bringt mir ja nichts, solange ich noch keinen habe, ne? Also keinen Gefährten.
So, wir machen auch mal, dass der Statusschaden ein bisschen mehr bringt. Feuer frei? Rein da und go! Hui! Sag ich das so richtig? Für die Konstruktion dieser Katapulte sind hunderte Koboldstunden Arbeit notwendig. Sieht denn keiner, wie viele Arbeitsplätze ich hier schaffe? Immer das Positive sehen. Wenn man jetzt mal so aus der Logik gehen würde. Wo zum Geier hat er das Schwert stecken? Ich meine, sein ganzer Körper ist Skelett. Aber trotzdem kam dann ein Schwert aus ihm raus. Und er hatte nichts in der Hand. Spiele niemals mit Logik angucken. Dann wird's ekelhaft. Aua. Oh. Das machen wir mal weg. Ich kann die wegschlagen. Tschüss. Ich habe beide getroffen. Nein. Böse. War das eine Futurama-Anspielung? Da gab es nämlich auch mal so eine Folge, die sie mit Knochenitis zu tun hatte. Euch lasse ich mal in Ruhe. Ich werde erstmal das Eck da angucken. Würfel? Würfel. Die Chancen steigen. Und wieder ein paar Zuschauer getriggert. Also. Du hättest den Kopf bleiben sollen. Ich habe es getroffen. Feuer-Eis-Kombi. Die hat's gebracht, die Feuer-Eis-Kombi. So, ich gehe da oben lang, wenn ich schon kann. Nachricht? Ja. Wieder Stinkblüte. Aber er redet nicht. Oh, ich kann von hier aus da nicht rein. Aber ich kann mir eine Kiste gönnen. Ja. Meine macht nicht so viel Schaden, ne? Ja, ich nehme die. Weil meine Eiswaffe, die macht nicht wirklich Schaden. Ja, damit kann man arbeiten. Weil ja, Eis hat einen guten Effekt auf die Skelette, aber was bringt es mir, wenn die Waffe nur 4 Schaden macht? Ich bin ein Spreng. Wir haben gesagt, ich könnte auf einer Spinne rein. Ich hatte noch so ein Skelett auf einer Spinne will ich sehen. Hallo, wie komme ich da rein? Wieder Fragen über Fragen, ne, die nicht beantwortet werden. Wie soll ich da reinkommen? Hm? Spiel? Wie? Soll ich jetzt einen magischen Regenbogen ausfutzen, der mir das Tor öffnet? Ist hier irgendwo ein Schalter versteckt, auf den ich schießen muss? Ich habe keine Ahnung, wie man an den Ort da drin wieder mal drankommt.
Da ist das Spiel sehr nett. Da unten ist noch was Grünes. Ach, werden meine heroischen Taten jemals verblassen? Wahrscheinlich nicht. So überheblich. Okay, das Ding könnte stärker sein. Es ist stärker, also es hat fast die doppelte Power. Also es ist wesentlich ungenauer. Außerdem hat es nicht diese wunderschönen Raketen. Hey, ich nutze sie. Oder auch nicht, weil sie echt langsam ist. Viel zu langsam, das Ding. Aber erfüllen sich die SIP-Raketen auch, wenn ich generell nachlade? Ja. Die füllen sich generell auf. Ich sehe jetzt keinen Schalter für das Tor da, ne? Ich hab's geschafft, ich bin hier hochgeklettert. Und noch ein Katapult. Will jemand etwas Spaß haben? Und zack. Und was Eis angeht, habe ich ja zur Not immer noch diesen Frostzauber. Tschüss. Zack. Ja, spreng deinen Kameraden weg. Leben? Leben. Ich kann wieder zaubern. Alter, mein Zauber hat mir gerade den Hintern gerettet. Nee, bleib mal weg. Ja, ich habe auch einen guten Triggerfinger. Sehr gut. Tschüss. So, der hat ordentlich was abbekommen. Ja, mich auch nicht. Ja. Auch wieder Eichhörnchen. So, den billigsten Müll, den schmeiße ich jetzt weg. Das wärst du. Weil das bringt mir, glaube ich, mehr Geld. Und alles, was da drin ist, sowieso. Okay. Nach Seltenheit. Und ganz nach unten gehen. Das kann weg. Das kann weg. Das bringt kein Geld. Und das bringt kein Geld. Und das schmeiße ich auch mal weg. Ich habe übrigens null drauf geachtet, ob irgendwas davon sinnvoll ist. Nee.
Nein, lass mal. Würde ich sagen. Und Bücher habe ich gerade sowieso ein gutes. Die lästigen Katapulte sind Geschichte. Dieses explosive Glitzerzeug hat sie voll zerlegt. Das haben sie jetzt davon. Ha! Am Haupttor neu formieren. Sie sammeln sich für einen neuen Angriff. Oh. Oh, schön für dich. Kann ich auch einfach draufschießen? Nein. Heldenhaften Ausraster habt, sind meine Truppen bereits in die Stadt eingedrungen, um gleich alles niederzubrennen. Das ist toll. Wir alle haben Spaß. Ich bin gut. Falls gut. Ja, ich komme immer noch nicht da oben rein, ne? Es ist schön, dass das Spiel mir irgendwie eine Möglichkeit gibt, ne? So. Was ist der nächste Plan? Ach, danke, dass ich auch eine Brücke kriege. Die Brücke kommt. Der verdammte Infrastrukturerlass wird endlich umgesetzt. Die Brücke ist gar nicht auf der Karte drauf. Hallo, Herr Paladin. Ist hier eine Schnellreise irgendwann mal? Nee. Den Knochenköpfen hast du es gezeigt. Ja. Ein königlicher Wegstein. Unmöglich. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Bist du ein Schicksalsbringer? Ja. Ja, das bin ich. Und gegen Bares gebe ich dir gern ein Autogramm. Alles klar. Ich bin verdammt beeindruckt. Hab nur Geschichten darüber gehört. Okay. Aber ich bin halt ein ends krasser Schicksalsdude. Ja, ich habe endlich meinen Pilzgefährten. Die Armeen des Dragonlords haben keine Chance. Klassengroßtat freigeschaltet. Du hast den Klassengroßtat freigeschaltet. Endlich, eine mächtige Passivfähigkeit. Oh Mann, du machst das echt gut. Zu schade, dass ich dafür nichts im Ärmel habe. Ein Troll rammt in das Tor. Ja, sofort. Ich habe endlich den Pilzgefährten. Das heißt, jetzt würde sich diese Sporenwolke auch lohnen. Spaß beiseite. Man sollte keine Trolle im Ärmel haben. Ich finde, das reicht jetzt mit dir. Zack, bumm, tot. Ich komme sofort wieder. Ich habe da hinten nämlich was gesehen, was ich jetzt gebrauchen kann. Aber ich halte natürlich gerade noch Ausschau auf was anderes. Was ich gerade schon gesehen habe, aber das hole ich gleich. So, erstmal den ganzen Müll hier loswerden. So, einmal nach unten. Und 7000 habe ich jetzt. Hm. Okay. Okay, der ist, glaube ich, ends krass. Ja, der ist ends krass, der Zauber. Den nehmen wir, falls ich es kann. Momentan kann ich es eher nicht. Selbst wenn ich das mitverkaufe. Ein Schild habe ich schon gerade einen richtig guten. Nee, Waffen brauche ich auch nicht. Eigentlich will ich nur dieses eine Teil haben. So, da will ich jetzt oben dran kommen. Wahrscheinlich wieder irgendwie aufs Haus klettern. Von hier aus.
du Glückspilz. So, jetzt habe ich 10 davon. ...8000 muss ich zusammenkriegen, dann habe ich einen besseren Zauber. Als den hier. Der eigentlich auch richtig stark ist. Ach ja, und da kommt ja Zeug zum Verkaufen noch oben raus. Das habe ich komplett vergessen. Aus diesen Glückswürfeln kommt ja immer irgendwas zum Verkaufen raus. Möge die Magie beginnen! Das rüste ich gerne aus. Ich hau noch die anderen Kisten hier auf. Natürlich nicht. Hör auf, so überheblich zu sein. Ich will dir schon in den Arsch treten. Ich schäme mich, dass du mein Char bist. Du kannst hoffentlich das halbe Spiel reißen. Kann ich die nutzen? Ich kann die nutzen. Mache ich auch sofort. Ich muss nur eben kurz mit diesem Mega-Zauber irgendwie ergaunern. Also dieser legendäre Gegenstand, du hast ihn ja bereits gekauft. Ich nehme es nicht für einen mehr. Ganz knapp. Warte mal. 72 bringt mein jetziger Zauber ein. Nee, ich muss noch ein ganz kleines bisschen was sammeln. Brauche ich halt noch. Ich könnte auch noch mal eben kurz hier im Kreis, glaube ich, rennen, oder? Ja, ich könnte hier jetzt einfach, glaube ich, runter. Hier war das Katapult. Kann ich nochmal rübersteuern und die restlichen Sachen zum Verkaufen holen. Ich habe Spaß. Oh, kann ich die Tore damit auch sprengen? Geht das? Müsste ich gleich mal ausprobieren. Vielleicht kommt man dann endlich an diesen Würfel ran. Das Spiel leckt gerade ein bisschen. Ich glaube, die Kanonen sind zu viel fürs Spiel. Los, mein Gefährte, mach sie fertig. Ich will an den hier rechts ran und gucken, ob ich das Tor aussprengen kann. Nee, kann ich nicht. Ich hab den einfach neben mir gesprengt. Ich wollte gerade fragen, wir machten da gerade ein Dauerfeuer auf mich. Shining, so triffst du nicht. Dieses Geschütz ist echt cool. Los, mein Gefährte, mach sie alle. Hol sie dir. Treff den einfach nicht. Ich hab den da runtergesprengt. Hier, Mike, ich hab dir geholfen. Oh, Zahlen. Je größer, desto besser. Oh Gott! Du Schicksalsbringer, du hast es mich nicht mal versuchen sehen. Hier drüben.
Schicksalsbringer. Ja, gleich. Ich habe noch was zu tun. Ich weiß, dass ich hier nicht erkunden muss. Hey, beim Retten der Welt muss man moralische Abstriche machen. Ja, so in etwa. So, die ganzen Waffen, die ich da drüben habe, liegen lassen, sollten da noch liegen. Tja, was heißt das dann nur? Dann kann ich nämlich noch mal ein bisschen Geld eben kurz holen. Du hast gesagt, dass Gary der Gutmensch ist so gut wie tot. Gar nicht. Nee. Ich bin auf ewig der beste Typ, den ihr jemals sehen werdet. Oh Gott, jetzt fange ich auch schon so an. Kann ich dem eigentlich irgendwie sagen, da und dahin? Ah, du bist immer da, wenn ich was Weiches und Blättriges brauche. Irgendwie eklig. Der ist doch cool. Ich weiß gar nicht, was du hast. Dann der Burgmauer entlang klettern? Wäre eine Idee. So, hier war das. Und das will ich noch nutzen. So, das kann ich auch verkaufen. Bei denen will ich haben. So, nutzen. Und der ist ausgerüstet. So, was macht er denn? Derselbe nur ein Achtfach. Und halt mit viel, viel mehr Power. Ehrlich, ich hab's nicht geglaubt, aber du kämpfst wie eine Legende. Du bist ein Schicksalsbringer. Ha. Los, ihre Bodenoffensive ist gestoppt. Aber ein paar Untote sind in die Stadt gelangt. Oh, war ja klar. Wenn du mich aufhalten und die Welt retten willst, die Zerstörung von Prachthof wird mich nicht ewig beanspruchen. Das glaube ich dir sogar. Warte mal, hätte ich den Troll ausnutzen müssen, dass er mir das Tor aufmacht? Wäre das noch eine Möglichkeit gewesen? Nee, da hinten ist gerade, glaube ich, auf. Eventuell kann ich jetzt tatsächlich mal da dran. Also mein neuer Zauber gefällt mir. So, da ist das Blaue, was ich gerade eben habe runterfallen sehen. Nee, das, was ich jetzt gerade habe, ist viel besser. Wieder im Geschäft. Also das Tor ist jetzt offen. Geht mal aus dem Weg. Eishagel! Die haben wir komplett veraimt. Der wollte unbedingt meinen Pilz haben. Ich wollte nur gucken, ob ich auf das Gebäude drauf komme. Ich könnte es sogar nochmal versuchen. Ich komme eigentlich sogar easy drauf, sehe ich gerade. Sag dich und schaff es nicht. Sag mal, wie unfähig ist dieser Char? Ach, vergiss es. Ja, da hinten ist offen. Jetzt komme ich da endlich dran.
Veraimen die immer eigentlich so hart? Scheint zumindest so. So, jetzt kann ich hier endlich erkunden. Kann ich bessere Loot-Chancen. Für Opportunisten ist jede Karte eine Schatzkarte. Es ist schön, dass ich einen Charakter erschaffen habe, der mir selbst auf den Keks geht. Alles, was ich jetzt finde, kann ich gleich noch verkaufen. Aber warte mal, warum hole ich mir nicht erst den hier? Macht, dass ich bessere Loot-Chancen habe. Nee. Verkaufen ja, anderes nein. So, dann gucken wir hier jetzt noch zu Ende, was wir hier alles finden. Rechts zuerst. So, wo ist mein Würfel? Ich erwarte einen Würfel zum Mitnehmen. Ich kann es nicht kaputt machen. Da ist auch kein Würfel. Man könnte, glaube ich, auch gar nicht oben drauf. Aber man muss ja zumindest mal gucken. Ich bin gut. Das ist wieder eine Kiste. Aber ich will mich erst nach einem Würfel umschauen. Auf die Gebäude eventuell. Hier ist auch kein Würfel. Hinter den Gebäuden auch nicht. Dann gucke ich mal da oben. Da ist nichts. Und hier ist nichts. Okay, hier ist kein weiterer Würfel. Dann holen wir uns die Kiste hier. Warum leckt das gerade so? Oh, eine Flinte. Ein Scharfschützengewehr. Ja, ein sehr schönes Scharfschützengewehr. Behalte ich mal. Dann habe ich wenigstens eins. Warte mal. Wo ist das Gewehr, was ich gerade eben die ganze Zeit benutzt habe? War das hier, oder? Das, was ich gerade nutze, markiere ich mir mal. So, und gucken, war es das? Ja, das war das, was ich gerade eben genutzt habe. So, damit ich die nicht verwechsel, habe ich die jetzt mal eben kurz markiert. Und zwar mit meinen Fähigkeiten. Nein, das habe ich nicht. Aber schön, dass man da trotzdem irgendwie rankam. Erstmal so den Gedanken vermitteln, nein, du kriegst das hier nicht und dann doch. So, schnell reise hier hin. Ja, mach du nur. Das Passwort? Das Passwort lautet: Mach das scheiß Tor auf, sonst stopp ich dir Blätter in den Rachen, steck dir einen Henkel in den Arsch
und mach dich zu meinem scheiß Teekessel! Das ist definitiv er, Leute! Mach das Tor auf! Komm, mach dich bereit! Da drinnen wird es vermutlich unschön. Ich wäre ewig. Diese Angebote nicht. Das verkaufe ich jetzt. Online. So, ich guck mal auch hier, welches von euch hat Gewehre, das hier? Du bist nur so gut wie deine Klinge. Oh, die hat richtig viel Schuss. Aber sehr schlechte Werte. Nee, ist schlechter. Schade, kein gutes Scharfschützengewehr. Oh. Es verbessert ein paar Sachen. Du wirst toll aussehen, wenn du damit begraben wirst. Spornhüter ist welches Symbol? Gut. 0451. Das hier. Das verbessert so ein paar Fähigkeiten von mir. Aber ich kann mir keins davon leisten, ist das Problem. Aber ich hätte es gern. Auf nach Prachthof. Eine sehr schöne Stadt, wie man schon sehen kann. Ihr betretet Prachthof und seht den blanken Horror. Hütten brennen, Skelette fressen menschliche Füße. Sexy. Das ist echt voll Depri. Los, wir müssen die Stadt säubern. Wir stellen uns ihnen auf dem Zottelplatz. Zottelplatz? Erstmal gucken. Okay. Ja, weiter so, meine Armee unnachgiebiger Dunkelheit. Wenn ich diese Stadt erobert habe, werde ich die ganze Welt zu fassen kriegen. Niemals, das werde ich verhindern. Funktioniert das? Ich will, dass du mich hast. Ich rede von wahrer Verachtung, von ohnmächtigem Zorn, der in deinem Inneren brodelt und dich wie ein Feuer auswählt. Ich hätte fast draufgeschlagen. Wenn ich noch was tun kann. Mit Toren töten oder so. Oh, was ist das denn für ein Fass? Heilungsfass? Oh, es gibt Fässer, die heilen. Auch interessant. Irgendwo entzündet sich ein Heilungsfass. Ich blende die ganze Zeit aus, dass dieser Paladin für mich kämpft. Und will ihn jedes Mal abschießen. Oh. Nett. Ich habe ja auch noch Raketen. Wieso blende ich das alles die ganze Zeit aus? So, Blitzpass, los. Fischt! Das streut ja immerhin so gut. Oh Gott! Der kommt, der große. Der kommt, Big Mama. Mein Gefährte macht das schon. Ich bring mir mal einen Guide. Los, Paladin, nimm's! Tschüss. Der Weifernbomber ist echt nervig. Der bewegt sich die ganze Zeit. Aber mit dem Bogen kann man den gut hitten.
Ich liebe nach wie vor den Humor von dem Spiel. Oh, was zum Verkaufen. Los, mein Gefährte, mach ihn fertig. Ich helf dir. Hey, beim Retten der Welt muss man moralische Abstriche machen. Irgendwo da draußen gibt es Beute. Das Heilungsfass kann man bestimmt noch besser nutzen, als ich es gerade getan habe. Da sind jetzt noch mehr von diesen ekelhaften Viechern. Kann man die Dinge aufschlagen? Ja, kann man. Okay, eskaliert halt komplett in meinem Gesicht. Man kann die Dinger zurückschlagen. Weg damit. Gibt wahrscheinlich auch irgendeinen Erfolg, die mit ihren eigenen Bomben zu treffen. Ich meine, wenn man schon die Möglichkeit hat, dass man die wegschlagen kann. Ich kann auch bestimmt in den Brunnen. Ja, ich wusste es. Das zählt aber als ein neues Gebiet. Ist das Ding. Oh, ein richtig gutes Scharfschützengewehr. Ein Moment. Das notiere ich mir natürlich. Jetzt ist das Müll. Das behalte ich mir auch mal. Also ich habe schon wieder ein paar Würfel übersehen. Manche von denen scheinen offenbar echt gut versteckt zu sein. Ich habe wirklich alles abgesucht. Nein, bleib da unten. Ja, die werden spröde bleiben. Kann ich da rein? Nein. Ich gucke halt wirklich schon in jedes hinterletzte Eck und ich muss offenbar noch mehr ins hinterletzte Eck immer weiter gucken. Also die restlichen in den Gebieten, wo ich vorher war, werde ich offscreen suchen. Da suche ich dann aber auch wirklich nur diese Würfel und mache nicht so viel. Also ich werde da nicht XP farmen gehen. Ach, ich hätte auch noch gucken können, ob da oben diese Teile jetzt offen sind, ne? Wahrscheinlich sind die jetzt offen bei dem vorherigen Gebiet. Ich habe den Beifang geschlagen. Nee, bleib liegen. Ich freue mich, wenn ich drei Waffen nutzen kann. Weil das muss man bei dem Borderlands-Spielen erst freischalten. Okay, das ist gerade abgeschmiert. Okay, ich habe einen neuen Action-Skill freigeschaltet. Und zwar den hier. Ich will erst den Action-Skill, ne? Ach, ich kann zwischen denen wechseln. Okay. Weniger Abklingzeit? Das klingt doch gut. Okay, die Winde, die wirken gut. Die machen ordentlich Schaden. Okay, die sind besser als die Pfeile. Die machen richtig gut Schaden. Vor allem, die verfolgen den Gegner. Der inneren Wehrmauer geschlossen wurde. Wir sitzen auf dieser Seite fest. Was machen wir?
Das liegt doch auf der Bomben? Hand. Wir betören die Zugbrücke. Na. Genau. Was machen wir, wenn die Zugbrücke unten ist? Oben. Wir betören sie. Wir baggern sie an, auf dass sie sich uns öffnen. Ich weiß nicht, was los ist. Es ist so leckt. Okay, wo komme ich einen höher? Kann ich da drauf? Nee. Ich muss doch einen höher kommen können. Oder nicht? Ich könnte mir die Gasse da noch angucken. Da geht's weit runter. Ah, hier hinten. Ich sehe gerade, was für ein riesiges Gebiet das ist. Und zu... Ja, mein kleiner Freund. Mein kleiner Pilzkumpel. Mein Toad. Da komme ich höher. Können die Dinge auch in irgendwelchen Kisten einfach random gammeln? Oder sind die sichtbar? Immer. Wenn die auch in den Kisten gammeln können, dann ist es ekelhaft. Hier komme ich nicht höher. Den Sprung schaffe ich nicht. Den könnte ich schaffen. Ja, den Sprung habe ich auch geschafft. Ja, wieder so eine Frage, wie kommt man da oben dran? Weil fliegen kann ich nicht. Kannst du fliegen? Wirst du mir nicht verraten, ne? Warum denn auch? Warum sollte mir verraten, wie man hier hochkommt? Ich betöre dich. Zur Zugbrücke und zeige null Interesse. Funktioniert es? Ja, dafür müsst ihr nicht mal würfeln. Die Zugbrücke fährt voll auf das Spielchen ab. Klappt immer wieder. Ja, das war komplett logisch, dass das funktioniert. Du gewinnst niemals, Held. Wie gemein ist das denn? Du willst ihm was richtig Leckeres geben und dann können sie es gar nicht essen. Ich guck mal kurz was. Ja, ich guck schon wieder. Ich hoffe, wir kriegen das hier noch fertig, das Gebiet. Warum mache ich nicht einfach den hier? Da sind alle auf einmal geöffnet. Sichere den Platz. Hier schreiten wir zum letzten Gefecht. Für die Königin! Ich komme nicht hoch. Du bist so... Weg damit! Frisch! Die können sogar in der Luft explodieren, die Dinger. Okay. Also diese Teile, ne? Die sind richtig gut. Die machen zwar nur so leichten Schaden, aber sie machen halt durchgehend Schaden. Und das macht es halt besser als diese Pfeile. Frisch! Jetzt wurde ich zum Bomber. Komm, gib mir deinen Fass. Dein Fass, nicht deine Explosion. Ich guck mich mal wieder oben, ne? Aber vorher... Vor allem, ich kann die in den Reim beschwören.
Idioten ein zweites Mal töten. Der Pilzgefährte ist richtig geil. Kisten werden geöffnet. Da ist was explodiert. Da ist zu. Mehr kommt für den Haus. Ist das eine Kiste? Nee. Pass das nächste Mal auf, mit wem du dich anlegst. Ich hole eben kurz das Zeug hier hinten. Ah, bestimmt ist das später eine richtige Stadt, wo man Sachen kaufen kann. Okay. Ich habe jetzt nichts gesehen, was mir irgendwie helfen würde. Dann helfe ich hier wieder. Vor allem genau gegen die ist das gut, ne? Wegen dem Eisschaden. Ihr seid zwar Badasse, aber ich bin noch mehr Badass als ihr. Okay, ich weiß, der war schlecht. Aber er war schon vorher tot. Du hast nichts getan. Ich habe versucht, es nach den Regeln zu spielen, aber jetzt muss ich anfangen, sie zu brechen. Okay. Ich guck mir sofort deinen Regelverstoß an, aber erstmal das. Oh. Der Schicksalsbringer setzt große Macht im Angesicht des Bösen ein. Es fühlt sich an, als wäre etwas längst Verlorenes wiedergefunden. Es fühlt sich an wie Heimat. Eine schöne Rede. Hierüber, Schicksalsbringer. Ja. Ich bin da. Du hast uns alle gerettet. Du bist der Held von Prachthof. Fest abgeschlossen, Held von Prachthof. Diese Drecks-Dragonlord-Geschichte. Die Königin wird sicher begierig darauf sein, unseren neuesten Schicksalsbringer persönlich zu begrüßen. Die Burgtore sind gleich da drüben. Okay. Schau an, ich treffe eine Königin. Die Burgtore ihrer Majestät schwingen auf, als hätten sie eure Ankunft vorausgesehen. Und dann ertönt das Klappern perfekter Hufe auf Kopfsteinpflaster. Sie gehören zu der besten, majestätischsten Herrscherin, die Sterbliche je erblickt. Ich hab mal kurz mich weggemacht. Eine wunderschöne Königin. Ich dachte, die Filmsequenz wäre länger. Sie bricht voll über euch herein. Ja. Es brennt immer noch alles. Es kribbelt. Du hast deine Limo verschüttet. Wie hast du es da reingeschafft? Aber nur um die Königin zu ehren. Hallo. Wie hast du es da reingeschafft? Okay. Es wie hat nur. Ja, klar, sicher. Schon gut, ich sag's. Tja, also, sie sagt, dass du das tapferste Mitglied aller Schicksalsbringer bist, das die Wunderlands seit Generationen gesehen haben. Aber auch wenn du den Angriff des Dragonlords abgewehrt hast, kann ihn nur eine Sache besiegen. Zieh los und finde... Das Seelenschwert! Das wollte ich gerade erklären! Ja, das ist das Seelenschwert. Und danke, dass du auf die Details achtest. Das Seelenschwert ist die coolste Waffe im ganzen Spiel. Kriegen wir das wirklich? Na klar, wenn ihr die Quest abschließt, schon. Ich morde mich durch die ganze Quest und alle Charaktere darin. Ich will dieses Schwert. Oh. Heftig, aber die richtige Einstellung, schätze ich. Ich habe nur gesehen, dass da was zum Verkaufen ist. Ich folge dem Pferdchen.
Oh, hier kann ich später saufen. Mal sehen, wenn ich hier bin, dann heißt das... Tja, was heißt das dann nur? Das heißt, dass du hier bist. Ihre Majestät, das Seelenschwert sei im Glittergrabhügel verschwindet. Ich bin gut. Würdest du sagen, dass uns eine große Ehre zuteil wird? Ich habe mir immer gewünscht, dass mir mal was zuteil wird. Ja, dir ist gerade was ganz Tolles zuteil geworden. Mein Traum wird wahr. Okay, wir hätten jetzt als nächstes das nächste Gebiet vor uns natürlich. Aber da gehe ich beim nächsten Mal hin. Ich will jetzt ehrlich gesagt nur eben schnell noch den Rest verkaufen, den ich hier habe. So, da reise ich einmal hin. Und gehe dann ins vorherige Gebiet zurück. Ich fühle mich magisch. Ja. Wie, ich bin verschwunden. So, jetzt verkaufen wir mal den ganzen Schrott. Davon habe ich ja jede Menge. Ah, und das ist genau der Grund, warum ich das favorisiert habe. Dann kann ich es nicht aus Versehen verkaufen. Oh, das verstärkt ein paar Sporenhüterkräfte. Das Ding nutze ich. Wow, du hast es geschafft. Sporenhüter, bescheuerte Rüstung der Naturwaffen. Oh, und der Schaden gegen Skelette und Zombies wird dadurch erhöht. Ja, nochmal ein Grund, das Ding zu nehmen, ne? Wisst ihr, was ich doof finde? Dass ich in dem Menü meinen Schaden nicht sehen kann, weil da ständig irgendwas davor hängt. So, ich guck nochmal. Das Ding kann ich ja jetzt gleich verkaufen. Ja, 3-4 Waffe muss noch freigeschaltet werden und das rechts links natürlich auch. Du folgst mir immer noch? Okay. Oh. Vergleichen mit dem hier. Ein bisschen weniger Zielgenauigkeit. Okay, ein Scharfschützengewehr mit einer beschissenen Handhabung kann ich absolut nicht gebrauchen eigentlich. Also er hat einen hohen Schusswaffenschaden, eine bessere Feuerrate, aber das Gewehr selbst ist halt mega kacke. Das Schwert ist auf jeden Fall besser, aber auch das kann ich mir nicht leisten. Das ist 100% besser, vor allen Dingen es regeneriert sogar meine Gesundheit über Schaden, also das werde ich gleich noch versuchen offscreen zu holen. Aber das würde ich eigentlich schon gerne haben. Ist bisher das Beste, was ich hier in dem Shop sehe. Ja, da kann ich nichts von gebrauchen. Und Zauber habe ich eigentlich schon einen richtig, richtig starken. Der ist auf jeden Fall besser als der, den ich da gerade als Backup habe für Rüstungen. Aber auch der kostet richtig viel. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir das hier jetzt für heute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, könnt ihr ein Abo auf YouTube da lassen. Genauso wie ein Like. Ein Follow auf Twitch. Und ich verabschiede mich dann hiermit. Tschüss.